Ja, moin Leute, ab und zu oft trocken am Start, meine Freunde, mit einem weiteren Video heute so ein bisschen Real Talk mäßig. Ich werde auch keinen einzigen Cut in das Video einfügen, weil einfach damit ihr seht, wie real der ganze Hase ist. Ich wollte einfach generell mal abschließen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade Leons Video gesehen, wo er sich ein bisschen gerechtfertigt hat über die ganze Aktion etc. pipapo. Und dann lese ich auch immer in die Kommentare, ja, hatet nicht Mert, hatet nicht Leon, hatet einfach Apo. Ma. Erstens, das heißt ja nicht Apo. Das heißt Red. Vergessen wir mal erstmal das. Und ich frage mich in dem Falle so, warum? So, okay, wir hatet nicht den. Okay, wir haben den kurz gehatet. Shit. Lass doch einfach den haten. Was ist das? Das erinnert mich einfach so, das hat voll die Parallele zu einer Story von damals. Ich weiß doch, ich war damals in der Schule und da gab es einen Jungen aus meiner Klasse, den erwähne ich voll oft in meinen Videos, der heißt Felix, ne? Und der hat damals irgendwie so eine Aussage getätigt, so. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Er meinte irgendwie, er hat mal so gesagt, irgendwie, ich schwöre auf Koran oder so, hat er zu einem Mädchen gesagt. Und dann hat sich voll so rumgesprochen. Auf einmal heißt es so, ja, er hat irgendwie, also die Story hat sich voll rumgesprochen und hat sich das immer so geändert. So, der eine sagt, ja, der hat irgendwie Koran beleidigt. Der meinte so, ja, er hat das Buch genommen und hat dann irgendwie auf die Wand geklatscht. Also jeder hat was anderes erzählt. Und dann ging das so weiter und weiter. Und irgendwas dann so, dass dann eine Masse ihn verfolgt hat. Und diese Masse hat sich immer quasi vergrößert und voll expandiert und auf einmal sehe ich voll viele Leute, ich sag 200 Leute waren hinter ihn her, um ihn zu schlagen oder so, und ich war dabei, ich war so, ich weiß doch, was er gesagt hat, und ich denke so, hä, was hat er gemacht, der Arme? Und das ist halt irgendwie so, die Leute fühlen sich in einer Masse immer so stark, so, die wissen, hey, da sind Leute neben mir, ich bin jetzt neben denen und wir haben einen Feind, lass sie mal zerfetzen, zusammen sind wir stark. Ich denke immer so, why, Digga, why? Ich war da komplett auf seiner Seite. Da waren 200 Leute. Ich habe gesagt, was macht ihr? Was ist denn los mit euch? So, ich war dabei, was er gesagt hat. Ihr habt alles falsch verstanden. Und das ist das Problem. Die Leute denken immer, in einer Masse sind sie stark. Die denken immer, sie haben das Recht. Wobei es immer auch, keine Ahnung, es kann auch mal ein Missverständnis auch mal da sein. Voll oft ist ein Missverständnis, ne? Gerade zwischen der Sache, zwischen Mert und Leon, ne? Da war solche das größte Problem, ne? Weil ich ja selber bis noch mit betroffen bin. Da war das größte Problem einfach die Kommunikation. Das war einfach das größte Problem. Meistens unter Partnern, unter Freunden oder so, das Problem einfach die Kommunikation. Und ich habe keine Ahnung. Also ich halte mich jetzt aus der Sache raus, ne? Bei mir war es so, ich habe Leon vor 2 Monaten erst richtig kennengelernt. Wir haben uns ein paar Mal getroffen und so, ne, wir haben uns ein paar Mal gesehen, aber so richtig Kontakt hatten wir nicht. Vor 2 Monaten haben wir das erste Mal so richtig Kontakt und seitdem waren wir voll oft miteinander, sehr oft. Wir haben voll oft Karten gespielt, wir waren oft einfach, keine Ahnung, was essen etc. Wir haben richtig oft einfach miteinander abgehangen. Und erst nach 2 Monaten haben wir gesagt, ey, lass mal irgendwann mal was zusammen starten. So, bei mir ist es halt so, wenn ich mit jemandem ein Video mache, dann muss ich mit dieser Person immer richtig cool sein, ne? Ich muss immer mit dieser Person unnormal down sein. Ich weiß nicht, ob ihr das Video von Altana gesehen habt. Altana ist zum Beispiel einer meiner Homeboys, ne? So einer meiner richtigen Bros, so, ne? Und der hat auch selber in einem Video gesagt, dass es viele YouTuber gibt, ne? Ich habe selber keine Ahnung, ich werde doch niemals jetzt irgendwie einen Namen nennen oder so. Bis jetzt alle YouTuber, die ich so persönlich kennengelernt habe, waren alle korrekt. Er meinte halt so, dass es halt Leute gibt, die hängen einfach so miteinander ab, so quasi businessmäßig. Das heißt, sie machen irgendwie Videos nicht aufgrund der Freundschaft oder weil sie sich gut verstehen, sondern einfach so, weil es für die beide gut ist oder so. Und er meinte es aber, bei der Crew ist es anders. Und wer ist natürlich mit der Crew gemeint? So ganz klar, so Leute wie Apo Red KS, wie Krapi etc. Ne? Und bei uns ist es natürlich nicht, bei uns ist es natürlich anders so. Ich muss vielleicht mit einer Person richtig cool sein, um mit ihnen ein Video zu machen. Einfach um mit ihnen, ich muss auf einer Ebene sein. Ich muss mich mit ihnen gut verstehen. Und zum Beispiel bei Leon war es auch so. Ich habe mich mit ihm gut verstanden und dann nach 2 Monaten haben wir gesagt, lass mal ein Video veröffentlichen. Er meinte, lass mal, wenn du Eier hast, machen. Und unsere Absicht war es nicht, irgendwie jemanden abzufacken, Leute zu nerven oder sonst was. Wir wollten einfach nur euch unterhalten, weil viele auch meinten, Digga, mach das mal zusammen. Ich denke, die Kombination passt super. Ich bin der Meinung, die Kombination passt super, weil viele meiner Fans haben auch geschrieben, das Video hat sie unnormal unterhalten und so. Klar, unglücklicherweise bzw. schicksalhafterweise kam das Video von Mert. Genau an dem gleichen bzw. an demselben Tag, wo wir das Video geuploadet haben. Das heißt, wir haben es vorher gedreht und dann hat er das Video gepostet und meinte so, ja, das ist uncool und das ist auch sein Recht so ein bisschen. Und ich habe auch so ein bisschen darüber nachgedacht und klar, ne, wenn du Eier hast, ist ja nur, wenn ich du wäre, unter einem anderen Namen. Auf den Namen sind irgendwie jetzt beide gekommen. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt genau darauf kam. Es ist auch nicht meine Geschichte. Aber klar, diese Assoziation, diese Verbindung, wenn du Eier hast, natürlich, da denkt man direkt Mert und Leon. Und deswegen ist es auch deren Recht zu sagen, also beziehungsweise auch von Mert, es ist ja auch ein bisschen unser Ding. Aber nur aufgrund des Namens, finde ich so. Die Serie an sich ist ja nur, wenn ich du wäre. Und deswegen habe ich auch aus Respekt, habe ich sogar
das Video umbenannt auf Wenn ich du wäre, weil Wenn ich du wäre gab es schon vorher. Gab es YouTuber wie Simon Desio zum Beispiel, der hat es vorher gemacht und das ist jetzt kein Ding, was irgendwie jemandem gehört, deswegen habe ich es auch aus Respekt umbenannt und deswegen sollte es auch keine Probleme geben. Viele haben gesagt, ey, das, die Kombination hat super gepasst, Leon und Apo Red, weil ich bin zum Beispiel einer, wenn es um Straßencomedy geht, ich traue mich unnormal viele Sachen, so unnormal viele, ich habe da keine Hemmung, so ich mache einfach alles so, Hauptsache, so ich kann mich immer so gut raussneaken und etc. und die Kombi ist so lustig und so, ne? Aber im Endeffekt, Leute, ihr müsst immer auf die Absicht gucken. Ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es einfach zu viele Leute, die mich gar nicht kennen, aber ich weiß genau, meine ganzen Fans wissen genau Bescheid. Ich habe nie die Absicht, irgendjemanden abzufacken oder so. Ich habe es gar nicht nötig, Leute. Ich stehe vor kurz vor 1 Million Abos. Ich habe keinen Grund, irgendjemanden abzufacken. Ich habe keinen Grund, irgendwie komisch zu sein oder sonst was. Ich mache meine Videos schon seit knapp 4 Jahren. Leute, fast 4 Jahre. Durchgängig. Ich war noch nie inaktiv. In diesen gesamten 4 Jahren war ich nicht mal einmal, bei Gott, ich war nicht mal einmal inaktiv. Ich habe, Leute, ich habe mittlerweile Grippe. Ich hatte vorher nur Grippe. Ich habe jetzt Mandelentzündung, Grippe. Meine Nase ist deaf. Ich reiß mich richtig zusammen, hier Videos für euch zu machen. Also für meine Fans. Ne? Für meine Fans. Ich liebe meine Fans über alles. Das weiß jeder. Jeder, der mich kennt, weiß, meine Fans sind ganz on the top. Ganz on the top in my life. Ohne Scheiß. Weil meine Hauptintention, beziehungsweise meine, wie soll ich sagen, mein Fokus und mein Benzin, mein Antrieb, so meine Videos zu starten, ist, ich weiß genau, es gibt... ist einfach so meine Fans, weil die, ich krieg so oft Nachrichten, wo es heißt, ich habe es oft erwähnt und ich werde es immer erwähnen, bis ich sterbe werde ich es erwähnen, ne? Oft gibt es Fans, also sehr oft, die sagen, Red, mir geht es scheiße und ich schaue immer die Videos von dir oder von deinen Jungs und was von deiner Crew etc. und mir geht es dann oft automatisch besser. Ich hatte selber Nachrichten gelesen, wie von einem der Vater gestorben ist, ne? Und wenn ich sowas lese, ne, das schockiert mich heftig so, ne? Und er meinte halt so, dass sein Vater verstorben ist und er hatte richtig so eine Down-Phase. Leute, stell dir vor, euer Vater stirbt einfach, das ist krank. Also die Vorstellung an sich wird mich schon schockieren, so, ne? Und er meinte halt, dass die Videos von mir und meinen Homeboys so ihn halt richtig unterstützt haben, ne? Von mir, Krabi etc., KS und so. Und das freut mich, Leute. Und wenn ich weiß, ich kann keine Videos machen und ich weiß, die Leute warten darauf, ohne Scheiß, die Leute warten irgendwie auf ein cooles Video von mir, wo sie, keine Ahnung, wo ich sie unterhalte und die kriegen es nicht, fühle mich auch ein bisschen scheiße. Und wenn ich weiß, es gibt Leute, die versuchen jetzt irgendwie jemanden fertig zu machen. Klar, es sind gerade voll viele unterwegs, die versuchen jetzt gerade irgendwie, der eine gesagt, Leon ist ein Bastard, Mert ist ein Penner und ApoRed ist ein Huren, so was auch immer. Es ist unnötig, ich finde das richtig unnötig, kindisch, ich finde es auch respektlos gegenüber meinen Fans. Und mir ist es egal, also wenn Leute meinen, die können jetzt irgendwie unter mein Video schreiben, ey du Penner oder... du machst das und das und du bist voll böse und du machst hier und da und warum machst du das und warum bist du so komisch und was auch immer. Mach das, aber seid euch sicher, für die Leute, die das machen, das ist erstens eine richtig uncoole Aktion, weil einfach gegenüber meinen Fans das eine richtig uncoole Aktion ist, weil es ist nicht mein Kanal. Ich bin quasi der hier die Videos dreht und so, ne, etc. Aber ich bin im Endeffekt auch nur eine Person. Es gibt 930.000 weitere Personen, dem auch vom Dinger ein Teil des Kanals gehören. Jeder ist ein Teil davon. Jeder ist ein Teil davon, der diese Videos anschaut, der dieses Video kommentiert und Videos liked. Aber wenn Leute kommen und meinen, ey, lass mal fertig machen, etc. und so, das ist nicht cool. Es ist nicht cool. Ich sag's euch selber, ich hab sehr viel durch mein Leben durchlebt. Ich war früher kriminell. Ich hatte alles durchlebt, ich habe alles gemacht, richtig schlimme Stories habe ich so, die ich nie erzählt habe, ne? Richtig kranke Stories, wo ihr denkt, der Typ ist krank. Und ich sage euch jetzt so, als erfahrener Typ, das ist uncool. Es ist einfach uncool. Und wenn Leute das machen und meinen jetzt irgendwie zu nerven, ganz ehrlich, die werden blockiert. Ganz einfach so, weil es einfach nur uncool ist. Und wenn man sich anders versteht, dann tut mir leid. Dann tut mir leid, weil ich habe meine Fans und meine Fans bedeuten mir einfach zu viel, dass Leute mir einfach so, keine Ahnung, mich und meinen Fans in erster Linie nerven. Solche regt es mich auf zum Beispiel. Man kann ja mich beleidigen und so, ne? Aber es geht nicht, dass man solche meine Crewmember beleidigt. So, wenn jemand ein Problem mit mir hat, so, warum soll er Krapi oder KS beleidigen? Ich sehe das manchmal in den Kommentaren. Ich lese mir alle Kommentare durch, sei es auf Instagram oder auf YouTube. Ich lese mir die Kommentare immer durch. Und wenn ich das lese, denke ich mir so, warum? Warum? Krapi zum Beispiel ist der... ist so ein netter Kerl, so, er hat niemandem was getan und so, oder KS sowieso, Digga, und dann beleidigt man die so, weil man ein Problem mit mir hat, so, da denke ich mir so, okay, nice, cool. Wie gesagt, ich wollte nur sagen, die Sache zwischen Matt und Leon sowieso, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, ich denke sowieso, die werden das mit so die Tage klären, da müsst ihr euch einfach gedulden, ich bin mir sowieso sicher, dass sie sich treffen werden, dass sie aufeinander kommen, dass, keine Ahnung, vielleicht hauen sie sogar zusammen ein Video raus, wo alles cool ist oder was auch immer. Deswegen einfach gechillt bleiben. Mich juckt es nicht, es ist ja nicht mein Thema, weißt du, was ich meine? Ich sag nur,
bleib locker, ich hau ab morgen wieder ganz normale Videos raus. Weißt, wie die Videos von meinen Fans sind. So ganz einfach. Die haben es verdient. Und ich will einfach nur chillen. Wie gesagt, und man ist nicht cool, wenn man jetzt versucht, jetzt irgendwie eine einzelne Person fertig zu machen. Stellt euch mal selber in die Lage vor. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Schule oder beim Arbeitsplatz oder sonst wo und euch machen, keine Ahnung, 100, 200 Leute fertig in der Schule. Die laufen euch den ganzen Schulhof hinterher. Ey, du Missgeburt, du Penner. Und ihr habt nie eine böse Absicht gehabt. Und ich, ohne Scheiß, bei YouTube hatte ich die Situation schon öfters, 3-4 Mal. Und ich muss da durch. Im Endeffekt, ich bin stark. Ich bin unnormal stark. Ich hab mich, ich hab meine Familie, ich hab meine Freunde, ich hab meine Fans. Ich bin stark. Ich halte das aus. Hätte ich nur einmal aufgegeben innerhalb von diesen 4 Jahren, wo ich meine Videos gemacht habe. Ich war oft krank, ich war kriminell, ich hab krumme Sachen gemacht. Ich habe mich auf einmal gebessert und wäre ich schwach gewesen, hätte ich aufgehört. Es gab eine Zeit lang, da habe ich, keine Ahnung, 4-5 Stunden für ein Video gehustelt, weil ich nicht das Geld für so ein Equipment hatte. Und ich habe nie aufgegeben. Ich werde auch nicht aufgeben. Kein Mensch wird mich unterdrücken können. Niemals, kein Mensch wird es hinkriegen. Kein Mensch, ich sage euch jetzt schon, kein Mensch auf dieser Welt wird mich unterkriegen. Es hat bis jetzt niemand geschafft und kein Mensch ist in dieser Lage dazu. Ich werde immer weitermachen. Und ich habe meine Fans, ich habe meine Familie, ich habe meine Freunde, ich habe meine Crew. Das war's, mehr will ich nicht dazu sagen. Ab morgen gibt's ganz normale Videos. Wenn ihr meiner Meinung seid, lasst einfach eine Bewertung da, schreibt in die Kommentare dazu, was ihr denkt. Und sonst würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und no homo.